Ah, naja, ist ja Michaels Geld, ne? Was wir uns überhaupt nicht erarbeitet haben oder so. Ist ohne die Komplettlösung bist jetzt gar nicht, dass ich mir die Dinger kaufen müsste, Alter. Da würde ich jetzt die ganze Zeit dastehen und sagen, ja. Wahrscheinlich würde ich dann irgendwann selber drauf kommen, dass ich die mir kaufen muss, aber. Warum biegen die immer dann ab? Warum? Ich verstehe es nicht. Und vor allem, dass ich immer diese scheiß Autos finde, die mal abbiegen. Achso. Ja, okay, ich muss wahrscheinlich da hin. Ach, da. Wenn ich jetzt nach Bombe ranmachen, ey. Wenn ich zu irgendwelchen Leuten, Alter. So, das war der Pagassi. Kauf uns mal die nächste Karre. Ach so, ja. So, dahin. So, Pagassi. Dann den NS Super Diamond. NS. Benefactor. NS Super Diamond. Nochmal 250.000. Ja, kein Ding. So, dann kaufen wir jetzt im Pink, Alter, aus Frust. Fantastic. So, da ist gleich noch eins, was ich mir holen kann. Der Wacker. Benefactor Surano. Benefactor Schwarzer. Surano. Auch im Pink, damit die Leute sich freuen, dass sie ein schönes Auto haben. Man, I love the Internet. So, haben wir gleich zwei Autos. Gut, dann wollen wir uns mal wieder ein Taxi bestellen. Dann geht das alles um einige schneller. So, Downtown Cab. I'd like to order a cab, please. I'm sending one out right now. Dankeschön. Appreciate it. So, ja, machen wir auf das Taxi. Wir armen Trottel. Wir sehen hier auf der Karte angezeigt, das Taxi. Ich weiß das gar nicht. Ah, dann kommt's. Ja, ich komme. So, bitte mal zu dem markierten Pünktchen. So, ein bisschen Beeilung. Guck mal, das können wir jetzt auch mal so lassen. Gucken, wo der lang fährt. Kann ich ein bisschen das LP strecken, ich brauche nicht mal fahren. Mal gucken, wie der fährt so. Okay, der brennt so viel Farbe in den Kuchen, das mache ich schon mal nicht. Downtown Cap and Co. Dicke, was für komische Musik die auch hier spielen, das ist ziemlich strange. Ich wollte die Musik doch ein Stückchen leiser machen. Einstellungen, Audio. So. Müssen wir trotzdem noch ein bisschen hören. Wenn ich nicht gerade überquatsche. Ja, fahr da lang. Ding, ding. Ey, voll die coole Musik eigentlich. So voll, voll crazy irgendwie, aber schon cool. So. Ach ja. Mal fahren lassen ist auch was Schönes, was wir riesen Schild auf dem Taxi drauf haben, ey. Schon extrem. Ist in Deutschland nur Taxi drauf und fertig und hier hast du so ein Monsterschild. Stopp! Ja, das ist ja toll. Ja, 12 Dollar. Das ist ja nix. So, gehen wir mal die nächsten Karren holen. Oh Mann, tut das alles weh in der Brieftasche, Alter. Boah, unglaublich. Ja, wieder mal ein Ladebildschirm. Der ist einfach nur, ja. Hä? Ah, was? Ah, sind die pinken Dinger. Einfach nur wunderschön, wie toll die aussehen. So, den wegbringen. Dann noch das komische Motorrad da. So. Oh, mach ich nicht. Die Dinger müssen ja nicht komplett zerschroten. Hier, wieder. Wieder ein scheiß Affenkopf, der einfach abbiegt. I hate them, Alter. I hate them.
ziehen. Oh, hoppala. Oh, das tut mir leid. Oh, ein kleiner Kratzer hinten drin. Naja, da muss der Kratzer durch. Weg da, Mädchen. Ich hab's dir gewarnt. So, ein paar Kratzer am Auto. Das wird ja auch keinen stören. Here we go. Oh, hoppala. Naja, das passiert schon mal. Was sind da für die Risikoversicherung? Pum. Oh, hoppala. Was passiert schon mal? Hey, wo fährt das Ding hin? Oh, wieder da reingefahren. Alter, boah, sind wir sie nicht mehr lenken, Alter. Weg da. Ich hab's eilig. Na klar. Ach so, hä, ist das nicht die gleiche Garage? Ich dachte, die müssen in verschiedene Garagen stellen, die Dinger. Oh, ey, jetzt komm schon hier. Ah, zieh. Oh, so, ich hab mal eingeparkt. So, das war das. Hä? Wieso zeigt er mir jetzt nicht an? Ein bisschen Schießerei. Was geht denn da ab? Ne, die können sie mir über Bericht erstatten. Ich hab die was gefragt, Mann. Wieso hast du jetzt davon? Hey, wie freundlich. Schöner Autoservice hier. Excuse me. So, dann holen wir mal die nächste Karre. Bell. Wie schon ist vor mir noch keine Bullen aufgetaucht, das passiert sonst immer. So, holen wir uns in meiner Garage die nächste schöne Karre. Oh, 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 oh. Sorry. Ich hab zu spät gebremst. Ich will mal dein Geld an dich nehmen, damit das kein anderer klaut. Schnell in die Garage, schnell. So, dann das nächste Drecksauto. Alter, mein PC ist übelst laut. Ich hoffe, das hört man nicht, weil ich habe den Lüfter ein bisschen lauter eingestellt. Lauter ein bisschen stärker eingestellt. Weil ich da mal was testen will. Alter, wieso ist mein Hals die ganze Zeit verschleimt? Ja, ein bisschen ins Mikro kotzen kommt immer gut an. Wie sag ich denn jetzt? Woher wissen jetzt die Bullen, dass ich da bin? Woher? Ich will das wissen. Ich check's manchmal einfach nur nicht. Beschissene Musik bitte, Alter. Soll ich hier einschlafen oder was? Warum will man eigentlich das Auto haben? So schick ist das nun aber auch nicht. Hä? Ach, unser Sohnemann steht ja schon mit dem Fahrrad rum. Wow. Ich hab eine Idee. Komm, wir verstecken uns bei uns auf dem Hof. There's a reason why we invented the combustion engine. Das rennt jetzt wieder raus. Mein Sohn ist sehr eigenartig. Ach, wir sind schon weg. Nein, nicht das Fahrrad. Nein, das ist das Fahrrad. Alter, lass doch mal das beschissene Fahrrad. Da, Auto. Jetzt kommt er mal wieder. Es kommt wieder reingelaufen. Hä? Also der Sohn ist doch ein bisschen bescheuert. Eidos Mios. Fuck you. Naja, den Fuckman-Spruch kann ich schon. Oh, hoppala. Hey, guck mal, ein Kasten. Jetzt hat keiner mehr Strom. Mir ist so lächerlich, wenn du die ganz leicht anbummst, dass sie dann schon sterben können im Auto. Als wärst du dann auf der Hupe die ganze Zeit liegen mit dem Kopf, dann sind die tot.
Ich finde das schon ein bisschen dumm gelöst irgendwie. So, wieder ein Deal. So, nächstes Auto. Beseitige Hindernisse in der Garage oder parke näher an der So. Ich habe jetzt die Befürchtung, dass das andere Auto gar nicht gezählt hat. Ich wusste es, Alter. Ich wusste es. Oh, jetzt kann ich mir das Ding nochmal bestellen. Ernsthaft? Alter. Das gibt gleich Tote. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, welches Auto das war. Ist natürlich richtig geil. Reisen und Transport. Jetzt kann ich mir das Ding nochmal kaufen, weil das nicht funktioniert hat. Alter, ja, meine Freude ist unglaublich. Den Pagassi hat man abgeliefert. Das war richtig. Den haben wir gerade abgeliefert. War das der Pagassi Benefactor Sorano? Der müsste sein, der Benefactor Sorano. Benefactor Sorano. Nochmal 100.000, ja. Man, I love the internet. Schau jetzt hier mal ein Taxi. Ah, ne, brauche ich nicht. Da kommt gerade ein Auto. Ein Auto. Nimm es einfach mal ein Auto. Come on, lady. Don't fight. Christ. Tja, mit diesem ultimativ schnellen Auto durch die Gegend pesen. Wow. Und was sehr wendig, das kleine Ding, dieser Mini Cooper. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch, die ganzen Kack-Auto-Mission-Dinger. Der musste echt mit Gefühl rangehen bei manchen Autos. Ja, das Auto ist so unglaublich schnell. Wow, das ist einfach nur Taco. So, perfekt eingeparkt. Reiner. So. Ja, 8 Stunden, dann wieder 10.000 Jahre Warteschleife. Was habe ich denn noch, was ich mir holen muss? Da steht das hässliche Ding. So. Wollen wir uns anders hinsetzen? Weil ich mit Arsch langsam einschläft. Ich bin schon fast eine Stunde auf. Manometer, ey. So, und das Auto versuchen wir jetzt nochmal abzugeben. Das ist jetzt schon das zweite Mal, weil vorhin hat das mir nicht angenommen. Habe ich mich eh schon gewundert. Was war denn das jetzt? Ja, das war auf jeden Fall ein Joke, Alter. Ein ganz gewaltiger. Komm jetzt der Bus her, Alter. Oh, ich sehe nix. Ist ja ganz cool, so diese Kinoperspektivenkamera, aber wenn du jetzt wirklich fährst. Ich kannte ihn noch gar nicht. Ich bin gut versichert. Boah. Oh, das war die Bank. Naja. Schöne Sachen müssen leiden. Können wir jetzt noch ein bisschen sauer machen. Patz. Ich will mein Dings. Das Schlimme ist ja, wenn du hier ein Auto kaufst und das kaputt geht, das kriegst du dann ja einfach wieder beim Online-Modus. Was halt wieder ein bisschen scheiße ist. Und also aggressiv die Autofahrer, oder? Fährst du die an, steigen die gleich aus und wollen die verprügeln. Alter, was? Haben sie ins Gehirn geschissen, du Bastard? Dummes Stück Scheiße, Alter. Toll, jetzt kann ich euch die Karre nicht abliefern. Und jetzt wieder Bullen am Arsch hab in den Idioten. Das ist echt klasse. Nicht darunter fallen. Danke.
Ecke. Yippie! Wow. Oh oh. Ja, genau, so ist gut. So. So, hier finde ich mich niemals. Was ich allerdings doch glaube. Am besten einfach mal hier oben verstecken. Weil ich meine 100 Pro jetzt links abbiegen. Wollen wir wetten? Na, wer hätte das gedacht? Das sind einfach Superbullen. Die wissen ganz genau, wo ich lang fahre einfach. Die sind mit modernster vorausschauender Fähigkeit ausgerüstet. Die ist... Ja. Ja klar, die fahren natürlich auch mitten. Alter, ey, das ist doch echt sowas von Beschiss, Alter. Dass die Bullen halt genau wissen, ich war vorhin da vorne an der Straße und die wissen genau, wo sie hin müssen. Das ist einfach ein bisschen übertrieben dämlich, finde ich. So, dann nehmen wir unser Autochen wieder und parken das jetzt mal da drin, wo es hin soll. Ist zu schwer beschädigt. Na, ist klar. Noch Ansprüche stellen oder was? Zu schwer beschädigt. Deren Kopf ist irgendwas zu schwer beschädigt wahrscheinlich. Tu, jetzt muss ich wieder ein Stückchen Überlänge machen. Eigentlich wollte ich wieder nur 2 Stunden aufnehmen. Bin ich Netz gelandet. Oh, leichter Felgenbruch. Oh, nein. Ich finde doch immer die Autos. Dein Bein? Du musst anscheinend dein Bein, dann passiert sowas nicht. Sorry, Mädchen. Schlechter Tag für die. Ich will da rein. So. Eigentlich wäre das Auto jetzt ein Totalschaden, ne? So wie das jetzt aussieht. Mal gucken, wie teuer das jetzt wird. Boah, $400 Auto wieder ganz. Finde ich klasse. Alter, wenn das im echten Leben so wäre, Alter, wie krass einfach nur. Wie überkrass das wäre. So, versuchen wir jetzt das Auto nochmal abzugeben. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir jetzt da hinfahren, wegen dem scheiß Auto. Was ist denn für beschissene Musik? Alter, ich hab die gerade mit dem Feuerlöscher umgemäht, Alter. Den Feuerlöscher umgefahren, der ist zu dir hingeflogen und hat die weggeklatscht. Ich hab mal gerade verrückt, dieses... So, wow. Oh. Ich hoffe, dass ich zu stark beschädigt jetzt. Steig aus dem Fahrzeug. Okay. So, Leute, ich werde jetzt trotzdem eine Aufnahme Schluss hier machen für heute, weil das reicht erstmal. Haben wieder ein paar Folgen. Schnellspeichern, das können wir noch schnell machen. Boah, fast 80%, Alter. Wahnsinn, Alter, Wahnsinn. So, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass mit der Soundqualität und dem Mikro haut so hin. Ansonsten kommt dann irgendwann noch der Dings dazu. Der, bin ich schon, genau. Genau das meine ich. Nee, der, Popschutz, dass das halt ein bisschen besser klingt. Dass nicht so ganze Zeit so komische, dumpfe Geräusche macht. Das ist dann ein bisschen kacke. Aber jetzt heißt es erstmal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.